Tag auch Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich in Avignon, die Stadt der Päpste. Ich schaue mir das heute mal ein bisschen an. Hier gibt es ja den berühmten Papstpalast, der vor Prunk nur so strotzen soll. Na, mal sehen, ob das stimmt. Hier herrscht übrigens ein wahnsinniges Verkehrschaos hier hinten, hinter mir. Ich habe mein Auto ein paar hundert Meter von hier abgestellt, bin den Rest zu Fuß gegangen. Das wird bestimmt ein interessanter Tag heute. Hier in Avignon findet zurzeit ein Kleinkunstfestival statt. Man hört das vielleicht im Hintergrund, da tritt ein Artist auf. Ja, in der ganzen Stadt hängen Werbeplakate und ich bin offensichtlich zur richtigen Zeit hier angekommen. Ich zeige euch ein bisschen was. Grand Est & Companies. Was auch immer das heißt. Man sieht übrigens ein kleines Detail. Alle, die von Staatsgut auch hier leben, tragen eine Maske. Auch der da drin. Interessant. Oder eigentlich nicht interessant, sondern es ist ziemlich offensichtlich, dass man, wenn man die Staatsgüter haben will, beim offiziellen Narrativ mitmachen muss. Plakate stechen hier schon echt ins Auge. Macht die Stadt wie viele französische Städte einen runtergekommenen Eindruck. Man neigt hier nicht dazu, viel Geld in Fassaden zu investieren. Wieder die bedrohlichen Soldaten am Start. Wenn die Geschäfte geschlossen haben in der Innenstadt, beleben sich die Restaurants.
und neue Architektur hat hier ein harmonisches Miteinander. Ja, und hinter den roten Zombies kommt gleich die nächste Truppe, die hier für ihre Sache wirbt. Das ist natürlich eine Form des totalen Wettbewerbs. Es gibt hier dann bezahlte Shows, also ich würde mal sagen, die meisten Shows hier sind mit Eintritt. Und es gibt hier so viele Parallelen, dass man sagen kann, naja, nur der, der die Kunden hier am besten anspricht, verdient überhaupt Geld. Das ist krass. Hier ist noch einer, der einen überzeugen will, in die Show zu kommen. Sonnabends ist offensichtlich Markttag. Der Palast der Päpste. Ja, der Uneingeweihte fragt sich jetzt natürlich, warum haben die Päpste hier einen Palast? Ist das die Sommerresidenz des Papstes? Wie kommt das? Nein, im 14. Jahrhundert gab es mehrere Päpste parallel. Die katholische Kirche nennt es selbst Schisma. Anfang des 14. Jahrhunderts konnten die Päpste nicht mehr in Rom verweilen und sind hier nach Avignon weggezogen. Nach ein paar Jahren ist man auf die Idee gekommen, wieder zurück nach Rom zu ziehen. Und da gab es halt einen Konflikt darüber, wer jetzt Papst wird oder wie legitime Päpste gewählt werden. Im Endergebnis, um es kurz zu fassen, gab es drei parallele Päpste, die über mehrere Jahre regiert haben. Also man muss sich das vorstellen, dass also innerhalb der, ich nenne es mal, Verbrecherorganisation Uneinigkeit darüber herrschte, wer den Laden beherrscht. Das ist eine lustige Sache hier im Palast der Päpste. Man kauft eine Karte, geht da rein, dann geht man wieder raus, um das Gebäude herum, rechts rein, kommt hier aus dem Torbogen und muss dann hier wieder reinmarschieren. Verrückt.
hier gibt es ein interessantes Konzept der argumentierten Realität. Man sieht auf seinem Tablet, wie der Raum mal ausgesehen haben könnte. Hier bin ich in der Schatzkammer. Dieser versteckte Tresor wurde erst 1985 entdeckt. Man tritt aus dem Halbdunkel des Palastes heraus und kommt in den Garten des Papstes. Letzten Blick im Hintergrund auf den Papstpalast in Avignon möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, schaut wieder rein, abonniert den Kanal, drückt den Like-Button und hinterlasst vielleicht einen Kommentar. Auch wenn euch das nicht gefallen hat, naja, dann macht es ja noch mehr Sinn, einen Kommentar zu hinterlassen. Was ich wechsle mal die Sonnenbrille oder irgend so ein Quatsch. Ich würde sagen, schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier wurden sicherlich die üblen Ränke geschmiedet. Haha, dieses Jahr müssen wir nach 10.000 Heretiker verbrennen. Zum Papstpalast fällt mir ein kleines Beaumont ein, sagt der Fürst zum Bischof, halt du sie dumm, ich halt sie arm.